everybody and welcome to Barbecue Leaks. Ja, heute habe ich so im Video, zeige ich euch, wie ich mir so eine Styroporbox, also so eine Isolierung für den Wasserbehälter für Sous-Vide gebastelt habe und natürlich werde darin auch gleich was ausprobiert und zwar Grillfackeln. Ne? Grillfackeln und Spare Ribs. Hat er Besuch gehabt, überraschend, weil er gerade sehe. Kommt doch mal mit. Bastelstunde ist angesagt. Jo, ich habe hier aus Selkros oder Metro, ich weiß nicht mehr, so ein ja, so Box, so eine Kühlhallebox, ein GN-Behälter, 200 mm tief, 1:1. Jo, und da werde ich jetzt mal hier ausflexen und hier mit dem Messer dasselbe rausschneiden. Ja, und dann müsste ich es haben, ohne Bauschaum und sonstigem Fatz und Furz und Tralala. Die günstigste Lösung, denke ich mal, außer Kühlbox. Aber Kühlbox im Internet bestelle, ich will die sehen. Ich muss da messen, ob das auch passt, wie ich mir denke. Und außerdem im Internet bestelle, ja, da weiß ich nicht, wenn da was kommt und da ist die Wandung zu dick und da passt der Clip nicht oder was. Ja, und im Ding ist es halt so teuer im Moment. In den Baumarkt oder so. Da muss man warten bis zum Frühjahr, wenn es wieder losgeht im Sommer, mit der Kühlbox im Angebot, bei irgendwelchen Discounter. Und da werde ich mir noch erholen. Erstmal das Loch neu geschnitten in den Deckel, weil mit dem Messer das geht einfacher wie mit dem Flex. Aber ihr seht so, ich stumpatz. Jo, vermessen. Mächt nichts. Hab schon eine Lösung dafür. Denke ich mir, passt schon. Auf der anderen Seite, ja, ich habe es so gemessen, dass man den auch gescheit rein rausdreht. Also, es passt schon. Ja, bloß wenn er ohne ist, ist hier eine Lücke, aber, jo, kennt man schon, geht nicht, gibt's nicht, prima. Jetzt gehe ich mal in die Werkstatt und flex den Deckel. Die zwei Ausschnitte sind drinnen, bloß man sieht es hier, der Tippe ist ja eigentlich ein bisschen zu tief drinnen, der Genmelde. Dadurch komme ich mit dem Stick natürlich nicht bis unten hier, da würde ich Wassersäule verlieren. Also das ganze Ding ein bisschen hochsetzen. Wie machen wir das? Ich habe hier noch ein bisschen Styropor nicht zurechtgeschnitten. Ja, wie gesagt, der Geende hat ein bisschen so tief drin gestanden in der Styroporbox. Also einfach Styroporplatte da unten neu gebastelt. Ja, perfekt. Weil es gibt ja Leute, die nehmen da Bauschaumdose weiß. Ne? Ja gut, Haufe Sauerei, Blödsinn hier, nimmt ein bisschen Styropor. Hat man immer irgendwo, wenn nicht geht er auf den Bauhof, bei der Wertstoffsammlung, da findet das Zeug ohne Ende. Aber ich habe bestimmt ein bisschen Styropor daheim von ihrer letzten Bestellung, was ihr irgendwann bestellt habt. Gut, das Ding da neu. Ja. Und jetzt sieht man, jetzt passt es. Mit dem Deckel schließt es dann genau ab. Aus aufnahmetechnischen Gründen habe ich einfach mal den GN-Behälter jetzt falsch rum neu gestellt, weil sonst konnte ich es nicht gescheit filmen. Ihr seht, ich habe hier links und rechts und hinten jeweils ein bisschen Styropor, damit der GN-Behälter nicht hin und her wackelt, dass der genau so steht, dass auch die Einsparung reinpasst, beziehungsweise die Einsparung vom Stick alles übereinander stimmt. Jo. Ja, wieder raus natürlich, die Styroporteile, die kleine Bällchen da, die drei, die werde ich einfach mit zum Holzspieß verbinden, weil Styropor kleben mit irgendeinem x-beliebigen Kleber, hat man ja schon gesehen, funktioniert nicht. Ne? Einfach mit Holzspieß ist ja keine Belastung drauf, ja, passt schon. Mache ich jetzt, zeige ich euch nochmal. Ja, einfach die Spieße hier in die Tasche gesteckt, ne? Vorne ist die Spitze, klar, die werden jetzt hier zurückgeschoben, die werden jetzt hier neu gesteckt, also bündig sind. Dann wird hier hinten abgeknipst. Dann hat man nämlich wieder der Rest vom Stocke mit der Spitze. Das mache ich jetzt mal nach und nach und dann geht es weiter. Die Dinge sind mal am Rand drinnen mit ein paar Spieße. Jetzt kommt der GN neu. Passt, also da hat da wackelt nichts mehr. Ja, der ist fest. Perfekt. So, jetzt können wir mal langsam übergehen zum Sous-Vide. Hab das Ding nicht umsonst gebaut, ne? Will ja auch was brutzeln, muss ja Abendessen geben. Es ist schon wieder fast 11 Uhr morgens. 7 Stunden, ja, das passt noch. Was es gibt, gleich. Und da, wo ich mich am Anfang vermessen hatte, halt ein bisschen. Klar, ich habe so gemessen, dass man den Stick rein raus tun kann, aber man kann ja den Deckel beischieben. Also,
Das lasse ich jetzt einfach erstmal so. Habe ja noch andere Idee. Aber um das Riesenloch da wieder zu verschließen, kommt einfach ein bisschen aus Alufolie. Ja, was zusammen gemacht. Spaß, die Alufolie-Funktion und Diskussion, die ich auch schon geführt habe. Shit. Scheiß Hund drauf. das wird ja immer wieder verwendet, das Alufolie-Teil da, ne? So, Deckel drauf. So, und schon ist es ohne bündig. Ja, da muss ich ein bisschen Alufolie reinmachen, aber das passt schon. So, und schon können wir jetzt die ganze Sache noch mal spülen. Klar, jetzt mit der Flexen hinher und dann geht's los. Kotelettrippe, ganze Spare Ribs, Baby Back Ribs habe ich nicht bekommen, macht nichts. Passt für mich auch so. Die eine Seite nur mit Cajun, die andere Seite nur mit Salz. Jo, Salze vorher, nachher. Ich salze vorher, ihr könnt es machen wie ihr wollt. Die kommen jetzt ins Vakuum und dann natürlich ins Sweetbacker. Ja, zu den Knochen, wie man die ein bisschen schützt, beziehungsweise damit die Spare Ribs auch untergehen, da erzähle ich euch dann was. Beinahe vergessen zu filmen. Eigeschweiß, ich habe mal so einen Löffel mit Eigeschweiß. Ne? Mal eine, mal zwei. Bei dem anderen Päckchen, das schon drin ist, überhaupt kein. Einfach mal gucken, ob es ohne bleibt. Ja, auf der einen Seite Cajun, auf der anderen Seite nichts. Ja, dann sind wir wieder beim Thema Silberhaut. Beim Grillen tut die Silberhaut ja eh wird werden. Sie hält aber Saft. Also die Spare Ribs werden saftiger. Ja, wenn man die Silberhaut dran lässt. Das ist einfach mal Fakt. Ne? Und das zweite ist, hier hinten die Knochen essen doch eh nicht mit. Also Silberhaut entweder dran lassen oder einfach zwischen den Knochen. Immer zwischen zwei Knochen einritzen. Was möchte Silberhaut? Könnt ihr ja Feuerzeug dran halten, so seht ihr ja. Die zieht sich zusammen. Also anschließend hängt das nicht mehr um Fleisch, sondern nur auf den Knochen. Die essen normalerweise eh nicht mit, denke ich mal. Und die andere Geschichte ist, dass die Gewürze einziehen. Ach, wenn ihr hier die Silberhaut abmacht, da habt ihr gerade so ein Spalt Fleisch, wo es einziehen kann. Und den Knochen kann da eh nichts einziehen. Spart euch das Gewürz. Ja. Das zieht durchs Marinieren, Vakuumieren oder durch die Dämpfphase oder durch die 6 Stunden. Das zieht genug ein. Und dann macht ihr hier üblicherweise, denke ich mir noch, ein halbes Hektar mit der Barbecue-Sauce drüber. Also, da könnt ihr ja gleich die Spare Ribs noch injizieren. Ne? Man kann es auch sein lassen. Ne? Es ist ja Barbecue. Okay, ab ins Wasser. Der Schweinebauch liegt auch schon bereit. Ein paar Grillfackeln machen. Auch im Sous-Vide vorbereiten. Bis dann. Aber auch zum Direktgrillen dann. Ne? Die man auch jetzt eivakuumiert, mariniert, eivakuumiert. Die kommen einfach nur in den Kühlschrank. Man muss ja nicht alles Sous-Vide machen. Jedenfalls ich nicht. Dann halt einen Bauch auf den Spieß gerade gezogen. Ein Bauch oben den Spieß gedreht. Ne, einfach so grillfackeltechnisch. So, und jetzt will ich mal einschweißen. Klar, es gibt dieses Vlies, habe ich noch nicht, weil ich mir auf alle Fälle stelle, um halt Knochen und so bei den Spare Ribs und hier so Spieße zum Beispiel die Folie zu schützen. Ich habe jetzt einfach mal eine Folie geopfert, so ein Beutel. Ja, und einfach hier so über die Ende drüber gestülpt. Man sieht es. Ja. Beziehungsweise ein bisschen mehr Arbeit, vielleicht mache ich mal ein paar. Ja, einfach ein Stückchen Tüte genommen. Sieht man es geschweißt, ja, zusammengeschweißt, dass man da wie so ein kleines Säckchen hat. Und deswegen gerade so drüber gestülpt. Ja. Also geht nicht, gibt es nicht. Aber es fließt es natürlich das Aufwachsen. So, die werden jetzt gewetzt, eivakuumiert und dann kommen die auch noch zu den Spare Ribs ins Sous-Vide neu. Das ist mir gerade egal, die werden beide auf 65 Grad gemacht. 20 Stunden, beziehungsweise ich denke mir heute Abend, werde ich mal was schnell um den Grill drauf machen. Muss ja nicht alles so wie muss ja nicht alles voll auf Boden sein. Die Bauch sind jetzt auch fertig eingeschweißt. Ja, hier ist es mit dem Tütchen innen drin. Das war jetzt bloß zum Vormachen. Da bin ich selber zu faul. Ich habe halt mit der Luft, mit der Sanftvakuumiererei praktisch ein bisschen gespielt. Ja. Also ist nichts kaputt gegangen. Die Tüten liegen jetzt seit einer Viertelstunde hier. Also wenn da mal ein Loch drin wäre, wäre das Vakuum schon weg. Ja, und hier mal Abendessen. Ja, Sous Vide. 5 Stunden wird noch Zeit bleiben, bis ich essen will. Und da habe ich mal die Sparte abgeschnitten bei einer. Bei einem so ein Stück Bauch, der ist eh gepökelt und
Ihr könnt euch denken, geräuchert wird, Becken hergestellt wird. Da habe ich jetzt mal einfach, wie gesagt, den Bauch, die Schwarte abgemacht. Ja. Und mal gucken, wie die sich verhält nach 5 Stunden, so wie mit dem Aufknuspern. Ab ins Becken, hole ich euch dazu. Drin sind sie, alle miteinander, die Päckchen, ja, der Schweinebauch, die Ribs, jeweils 3 Lage. Hier haben wir den Stick, 20 Stunden ist er eingestellt auf 65 Grad. Ein Teil von welch natürlich zum Abendessen. Jetzt haben wir hier unseren Deckel. Ihr seht, wunderbar, Neuschiebe, Alubisse, dass er nicht so viel rausdampft, obwohl das marginal ist, denke ich mal. So, und jetzt der Deckel drauf. Passt. Ja, der Stick, der hängt wunderbar da drinnen, leicht schräg. Jetzt könnte ich auch die Styroporbox hier noch ein bisschen abhobeln. Ja, da hängt der gerade drin. Aber das mache ich jetzt mal gut so. Für den ersten Versuch, da tut auch nichts raus. Dampfen durch die Alufolie, ja, dass man es ohne den Deckel verdampft und aufgewillt. Jo, that's it. Ja, aus Platzgründen habe ich das hier gestellt, damit ich die Arbeitsplatte frei habe. Gut, dann kann es jetzt 20 Stunden lang stehen, das Teil. Man sieht, der grüne Ring am Sous-Vide-Stick bedeutet, Temperatur passt. Sehen wir uns in 20 Stunden wieder. Was machst du da? Oh! Markus, ich wollte mal gucken, was du hier Leckeres drin hast. Ja, dann mach auf hier, dann kann ich ja, ich wollte es eh vorstellen. Die Thermobox, ja, für das Sous-Vide. Aha, okay. Perfekt. Interessant. Interessant, interessant. Heben wir den Deckel von der Gehen hoch. Aha. Mal gucken, aha, da lebt das Wasser ohne. Ui. Schön einfach zurück, da verbrennt man sich die Pfote, 65 Grad. Perfekt. Und hier haben wir... Opa, der Schweinebauch macht nichts. Nimm mal raus. Super Geschichte. So, wir holen jetzt mal den Schweinebauch raus. Der Gasi ist vorgeheizt auf 250 Grad. Der Thorsten jetzt nochmal. Hi. Ja, überraschender Besuch. Ja, wir tun jetzt gerade mal ein bisschen die 24 Stunden. Oh, die Linse beschlägt. 24 Stunden Sous-Vide, Bauch und Spare Ribs. Wir sehen uns am Grill. Ja, Thorsten hat ja nicht ewig Zeit, er ist ja nur um den Sprung vorbeikommen, deswegen, wie viel mit, ne? Habt ihr ja gesehen, kennt ihr ja. Hier 2 Spare Ribs, Sous-Vide 24 Stunden, hier 2 Bauch, 3 Bauch, 24 Stunden, die hauen wir jetzt mal auf die Grill drauf. Und ihr seht, 270 Grad, 280 Grad vorgeheizt, ich musste eh gerade ausbrennen und der mittlere Brenner ist so Vollast, da hauen wir jetzt die gedrehten Schweinebauchspießchen drauf. Und die Spare Ribs, die hauen wir nicht, ne? Die legen wir sehr vorsichtig seitlich auf die Brenner, die sind auf 3 Fernsast. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das durch das Sous-Vide, wir haben es ein bisschen abgetupft, damit es trocken ist, ob wir da Röstaromen hinkriegen. Machen wir ein paar Minuten und dann holen wir uns euch zum Tellerbild zu. Ja, der Thorsten musste weg, deswegen fehlt schon die Hälfte. Wir haben erstmal die Hälfte gegessen, das ist jetzt ja, nochmal Abendessen. Das langt jetzt, genug Knusperbett, vor lauter Babbelerei auf die Teller, Tellerbild. So, das schnelle Tellerbild will ich jetzt essen. Ja, mit einer Hand, mit Stativ, wie man sieht, ja, fall of bone ist es. Ja, geht mit einer Hand nicht, aber ja, das ist super, super, super zart. Ja, habt ihr ja gesehen, das mit den Grillfackeln. Im Moment habe ich kein größeres Becken. Da kommt noch was mit richtigen Spieße in Sous-Vide vorbereitet. Lass mir gerade so eine Wanne zurecht schweißen. Ja, aber nochmal die Spare Ribs, ihr seht, und die Grillfackeln, ja, vorbereiten, im Wasserbad lassen, bis die Gäste kommen und dann oben Grill. Ja, perfekt. Ja. Als nächstes kommt dann noch Vorschau. Jo, ich habe aus dem Weihfass einen Smoker für Schinkenräuchern gebastelt. Ganz kurz so der Trailer dazu. Das wird wahrscheinlich das nächste oder übernächste Video.
Bis dahin, so long, Markus.